Harald Petzold für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Debatte um den Einzelplan des Bundesministers für Recht und Verbraucherschutz ist nie nur eine Debatte um Einnahmen und Ausgaben. Sie ist eigentlich immer auch eine Diskussion über grundsätzliche Entwicklungslinien in der Rechts- und Verbraucherschutzpolitik. Und ich finde das auch notwendig, weil von den Gesetzen, die in diesem Bereich verabschiedet werden, natürlich die Menschen in besonderer Weise betroffen sind. Und zum anderen ist zumindest meine Überzeugung, dieser Politikbereich zu denjenigen gehört, in denen der Widerspruch zwischen Schein und Sein und zwischen Anspruch und Wirklichkeit am größten auch nach außen sichtbar ist. Denn es vergeht nach meiner Meinung kaum eine Woche, in denen der Bundesjustizminister Heiko Maas nicht wenigstens eine Ankündigung in die Welt setzt, mit der er den Eindruck erweckt, den Menschen doch Gutes tun zu wollen. Das nützt möglicherweise seinem Image und die Leute denken, Mensch, was für ein dynamischer Macher. Aber wenn man genauer hinguckt, bringt es nur selten den Menschen in diesem Land tatsächlich Verbesserungen. Denn in den meisten Fällen passiert dann bestenfalls gar nichts, wenn ich an das Versprechen nach zeitnaher Abschaffung des sogenannten Majestätsbeleidigungsparagrafen denke. Und da kann man noch sagen, bestenfalls ist da gar nichts passiert, wer weiß, was rausgekommen wäre. Aber ganz oft kommen Gesetze dabei heraus, die entweder das Gegenteil der Ankündigung zur Konsequenz haben, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, oder aber es sind derart halbgewalkte Kompromisse, dass es mir mit den Gesetzen dann geht wie Clara Peller in der Werbung einer amerikanischen Fastfood-Kette über einen übergroßen Hamburger, die ständig fragt, but where is the beef? Und erst in der vergangenen Woche kündigte der Minister vollmundig an, dass es mehr Rechtssicherheit beim sogenannten Scheinvaterregress geben soll. Das ist wahrlich eine gesetzliche Regelung, auf die unsere Nation aufgrund ihrer Dringlichkeit seit Jahren förmlich mit angehaltenem Atem wartet. Der Minister beruft sich dabei auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hatte vor allem festgestellt, dass ein sogenannter Scheinvater, also ein sozialer Vater, der in der Überzeugung lebt, auch der biologische Vater eines Kindes zu sein, es aber möglicherweise nicht wirklich ist, oft aber der rechtliche Vater des Kindes, also dass für einen solchen sogenannten Scheinvater kein rechtlich ausdrücklich geregelter Auskunftsanspruch gegen die Mutter vorhanden wäre, wer der mutmaßliche Vater ist. Aber anstelle nun das Unterhaltsrecht neu zu regeln, für das es gute Gründe gäbe, legte Herr Minister Maas einen Gesetzentwurf vor, der allen Ernstes vorschreibt, dass die Mutter eines Kindes künftig dazu verpflichtet sein soll, Frau Präsidentin, ich bitte Sie, mir das Zitieren zu gestatten, dem Dritten, der dem Kind als Vater Unterhalt gewährt, auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, wer ihr während der Empfängniszeit beigewohnt hat, soweit dies zur Feststellung des übergegangenen Unterhaltsanspruchs erforderlich ist. Ich frage mich ganz ernsthaft, Herr Minister, ich kann noch nicht wirklich glauben, was Sie da vorschlagen. Was hat Sie dazu geritten, allen Ernstes zu verlangen, dass die Mutter eines Kindes künftig preisgeben soll, mit wem sie zwischen dem 300. und dem 181. Tag vor der Geburt eines Kindes Sex gehabt hat? Und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung im Leitsatz 1 eindeutig festgestellt hat, ich zitiere erneut, dass aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes folgende allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt mit der Privat- und Intimsphäre auch das Recht, selbst darüber zu befinden, ob und in welcher Form und mit wem Einblick in die Intimsphäre und das eigene Geschlechtsleben gewährt wird. Dies umschließt das Recht, geschlechtliche Beziehungen zu einem bestimmten Partner nicht offenbaren zu müssen. Wie gesagt, Leitsatz 1 des Urteils. In Ihrer Pressemitteilung schreiben Sie dann, dass Sie eine Regelung schaffen würden, die einen Auskunftsanspruch des Scheinvaters gegenüber der Mutter auf Preisgabe des mutmaßlichen leiblichen Vaters des Kindes zur Folge hat. Das haben Sie aber nicht in das Gesetz geschrieben. Herausgekommen ist etwas völlig anderes, und das nenne ich Irreführung der Öffentlichkeit oder Vortäuschung falscher Tatsachen, und das ist leider in Ihrem Verantwortungsbereich die Regel. Mal davon abgesehen, dass in vergleichbaren umgekehrten Fällen niemand auf die Idee kommen würde, einen Mann zu derartigen Offenlegungen zu zwingen,
ist dieser Gesetzentwurf ein typisches Beispiel von Thema verfehlt für das Bundesministerium für Recht und Verbraucherschutz. Es geht nämlich gar nicht mehr um die Verbesserung der Rechtssituation von Betroffenen, hier von Scheinvätern, sondern es geht um Aktionismus, der rechtsstaatliches Engagement vortäuscht und dabei verschleiern soll, dass mit unwürdigen Methoden in der Privatsphäre von Menschen herumgeschnüffelt wird. Die Liste ließe sich fortsetzen. Große Ankündigungen, wenig Substanz, wenig Rückgrat, wenig bis kein Beef. Ich habe den Majestätsbeleidigungsparagrafen bereits genannt. Die Vorratsdatenspeicherung könnte hinzugefügt werden. Ich lehne sie entschieden ab. Sie verstößt gegen Recht auf Privatheit und Datenschutz. Und was Sie alles getwittert haben, das Ergebnis ist bekannt. Nach wie vor ist das Strafrecht nicht sprachlich von NS-Normen befreit, wie Sie es versprochen haben. Zur groß angekündigten sogenannten Mietpreisbremse wird meine Kollegin Karin Leinacher noch das Notwendige sagen. Und so sehr, wie ich mich da über die Ankündigung freue, dass Sie die Opfer nach § 175 jetzt endlich entschädigen und rehabilitieren wollen, so sehr kann ich es Ihnen nicht ersparen, Ihnen immer wieder auch deutlich zu machen, dass die Versprechungen, die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität vollständig abschaffen zu wollen, nicht eingehalten wird, dass die Arbeit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld nach wie vor auf schwierigen Füßen steht und aufgrund der Finanzlage an den Finanzmärkten fast völlig unmöglich wird, dass Sie die Änderung des Personenstandsrechts für intersexuelle Menschen, die erzielten Verbesserungen, die Sie evaluieren wollten und gegebenenfalls ausbauen und dabei die besondere Situation von trans- und intersexuellen Menschen in den Fokus nehmen wollten, dass bis heute nichts davon umgesetzt wird. Wir haben keinen Opferentschädigungsfonds für die Wiedergutmachung von Menschen, die offensichtlich Justizopfer geworden sind. Wir haben keine Gesetze, die die Menschen tatsächlich verstehen. Und TTIP und CETA, für die sie sich so besonders einsetzen, werden unsere Rechtsstaatlichkeit weiter untergraben. Gegen all das tun sie nichts. Und wenn Sie nicht als Ankündigungsminister in die Geschichte eingehen wollen, dann ändern Sie endlich Ihre Politik. Und ein Umsteuern im Einzelplan 07 des Haushaltsgesetzes wäre dazu ein guter Anlass. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege.